Herzlich willkommen zurück. Leider hat es Probleme gegeben mit dem Mikrofon bei den letzten zwei Folgen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Es war ein bisschen defekt, scheinbar. Aber ich hoffe, dass es jetzt wieder passen wird. Also, was gibt's Neues? Wir bereiten uns darauf auf eine Invasion von der Schweiz vor. Manpower haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr. Die werden wir fertig werden lassen, die Truppen. Das ist natürlich, ja, mittelgut gewählt, würde ich sagen. Durchschlagskraftpanzerung. Ja, wie gesagt, bin noch kein Bohrgamer in dem Spiel. Das wird noch dauern, weil es ziemlich komplex ist, das Game. Aber ja, hoffen wir aufs Beste. So, ich möchte jetzt gern vielleicht da mal zwei Radarstationen und vielleicht zusätzlich da eine Radarstation. Das ist auch gleich fertig, dann werden wir vielleicht trotzdem noch zwei Zivilfabriken bauen, einfach das da ein bisschen was weitergeht. Und ja, Zusatzausrüstung sind wir extrem schlecht unterwegs. Ja, da unten haben wir auch Armee, die haben wir für den Fall des Falles, dass Griechenland im Krieg beginnen wird. Und da haben wir die Truppen, bereiten wir für die Schweiz vor, beziehungsweise Ungarn, möchte nachher. Und da werden wir schauen, einfach, dass was weitergeht. Ja, muss man es einfach einmal eine Stufe langsamer weiterlaufen. Die Truppen geben wir jetzt. Aber da haben wir schon ein paar verloren. Wie gesagt, ich habe mir jetzt da ein paar Videos angeschaut einmal. Da spielen wir ziemlich schlecht. Also so wie wir das Ganze machen, sollte man das nicht machen. Gehe gleich genauer darauf ein, was wir alles falsch gemacht haben. Und zwar haben wir einmal unsere Truppenzusammensetzungen sind einmal für den Arsch, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Und zwar bei diesen da ist die Aufklärung ist einmal für nicht viel, vor allem nicht bei Infanterietruppen. Dann haben wir Pioniere, sind eher für Verteidigung, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Und man sollte Verteidigung und Angriff immer extra Truppen machen. Angriff, Artillerie und solche Geschichten dazu. Bei Verteidigung einfach Pioniere. Panzerabwehr vielleicht teilweise und für Infanterie einfach, dass man das Gebiet länger haltet. Dann sollte man für Afrika und Europa, Asien auch eigene Truppen machen, nicht überall das gleiche. Das wird auch Grund sein, warum wir da in Afrika so viele Gebiete verloren haben. Das da ist sowieso
extrem teuer. Weicher Angriff ist wichtig. Haben wir jetzt mittelmäßig viel, würde ich sagen. Aber nicht die Welt. Und Panzerung. Ja, mittelmäßiger. Was wir da noch haben. Wartungskompanien sind eher für Truppen, wenn sie mal Zeit haben zum Stehen bleiben. Aber wenn sie jetzt dauerhaft auf Angriff sind, bringt das nicht viel. Ja, wir werden jetzt trotzdem einmal so weiterspielen, wie wir es bis jetzt haben, weil wir beenden da jetzt eh die Produktionen. Die lassen wir alle nur mehr auslaufen. Was haben wir noch da bei der Flotte? Haben wir auch einiges falsch gemacht, und zwar haben wir da die U-Boote zur Aufklärung, was absolut nichts bringt. Und ein Marineflieger. Okay, brauchen wir zuerst die Flugzeugträgerbemühungen. Und zwar nimmt man für so Aufklärungsmissionen. Na, jetzt für Aufklärungsmissionen nimmt man eher leichte Kreuzer, Zerstörer hauptsächlich, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Aus dem Grund, dass die einfach schneller sind, besser geeignet sind. So, da haben wir jetzt, da hat mir auf Twitch jemand dafür auf aufmerksam gemacht, dass wir da mit einem alten DLC spielen. Da absolut recht gehabt, habe jetzt angepasst, deshalb haben wir da jetzt auch solche Zeichen, sprich kann man da die Schiffe bearbeiten. Ja, unsere Schiffe sind jetzt auch suboptimal, sage ich mal. Aber das Ganze jetzt extra umzutun, bringt jetzt, glaube ich, erst einmal auch nichts. Wir werden jetzt einmal alle auslaufen lassen. Und dann werden wir uns das alles nochmal zusammen anschauen. Genau. Aber wie gesagt, für das, wie schlecht wir das eigentlich alles gemacht haben, läuft ja gar nicht so schlecht, muss man so sagen, wie es ist. U-Boote produzieren wir viel zu viel, brauchen wir auch nicht so viel. Trainiert sind unsere Truppen auch alle nicht, was auch schlecht ist, was jetzt aber im Krieg nicht mehr so leicht geht. Tja, wenigstens haben wir die Lufthoheit auf die Gebiete zumindest. Und wenn wir nachher alles auslaufen lassen haben, werden wir schauen, dass wir Soldatenzahl wieder ein bisschen erhöhen können. Und dann werden wir uns einmal alles neu kümmern. Also wie gesagt, ich bin halt relativ neu in dem Spiel und Paradox macht einfach komplizierte Spiele, was mir aber eh sehr gefällt eigentlich. Aber man muss sich halt einfach dran gewöhnen und Zeit investieren, bis man reinkommt, die ganzen Spielmechaniken versteht und. So, jetzt sind die Amerikaner auch schon da, das ist schlecht. Gezogene Back. Ah, Flak, Entschuldigung. Nehmen wir verbesserte Flak natürlich. Ringe Mannstärke haben wir auch, ist auch klar.
So, Moska ist nicht mehr ein Stück weg von uns. Die Deutschen haben aber auch relativ viel. Okay, was ist jetzt? Die Marine wieder unterwegs irgendwo, auch da, beim U-Boot-Kampf. Oder feindliche U-Boote haben sie entdeckt. Nummer 5 versenkt, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, da ist das Problem. Die Kampfstärke, also sprich die Ausrüstung, fällt da ohne Ende. Plus Verschleiß. Und versorgt werden sie auch nicht richtig. Deshalb geht da nicht viel weiter im Moment. Die Frage ist nur, ob wir vielleicht gleich ein neues Spiel starten sollen. Oder da weitermachen soll. Naja, schauen wir mal, wie sie es entwickeln. Aber jetzt, wenn da die Amerikaner immer mehr kommen, denke ich, schaut es da nicht so gut aus. Die Briten versenken da unsere Schiffe wie nix. Da geht auch mal nichts weiter gemacht, das ist auch schlecht, die Jäger, komplett veraltete. Ja, das ist dann halt alles ein Problem. Genauso wie da können wir auch mit mehr Werften für Reparaturen abstimmen. Einfach einmal 5. 6. Die Schiffe mehr repariert werden. So, was machen wir da? Da haben wir jetzt auch neue Punkte wegen einem neuen Update. Feuerleitanlage. Ja, forschen wir einfach einmal. Forschen wir einfach mal, schau wie viel haben wir da jetzt schon. 8 von 15. Die schickt man da an die Ostfront jetzt. Leibwacht motorisiert, dankeschön. So, da boah. Haben sie ordentliche Flotten. Amerikaner. Na, ich denke, wir können das eigentlich gleich beenden. Ich glaube, naja, vielleicht sind die Deutschen und die Rumäner gut genug. Aber ich denke, spätestens wenn sie dort landen, haben wir ein Problem. Denke jetzt einmal, wir werden sehen, aber befürchte halt jetzt einmal. So. Kampfstärke 14%. Leichte Panzer brauchen sie noch.
177 Stück. Marinefliegerbemühungen, werden wir auch machen. Und natürlich werde ich jetzt dann auch ohne Ende Flugzeuge verlieren. Aha, sie landen da. Weil, warum? Weil meine natürlich komplett veraltet sind. Für ein paar U-Boote hier und da reicht's noch. Aha, durchs Radar da, jetzt sehen wir. Truppen, teilweise, jetzt nicht mehr. Die U-Boote schwirren da schon schön herum, aber versenken es auch nicht so schlecht. Da haben wir auch. Sehr schön. So, welche sind das jetzt? Die Neuseeländer, die Australier? Was man nicht. Weiß man nicht. So, da haben wir auch wieder Platz für mehr. Wenn wir da mal ein bisschen die Flugabwehr erhöhen vielleicht. Einfach da konstant. So in dem Bereich da überall, wo die Flugzeuge fliegen. Dann mal ein paar Abi holen. So. Da gibt's eh nix extra. Da auch nicht, da auch nicht. So, jetzt ist der Winter auch wieder, das ist auch schlecht. Und man merkt schon, dass die Russen sie mittlerweile besser halten. Vorher haben wir es noch ein bisschen besser überrannt, aber die Deutschen, na, gucken da trotzdem stabil vor. Fehlende Ausrüstung, Marinebomber und taktische Bomber ist auch klar. Marinebomber werden wir vielleicht dazu nehmen, aber die brauchen wir einfach. Wenn man da anweg hilft nix. Hilft nichts. Mal wieder U-Boot versenkt. Da zwei U-Boote. Drei U-Boote. Oder wenigstens die U-Boote. Oh, da kommt der Flugzeugträgerstaffel. Mal anscheinend nicht angreifen. Warum auch immer. Die Spanier haben sie da auch gut gehalten. Das passt auch. So, Regierung können wir wieder ändern. Taktisch haben wir einen Piloten ausbefördert. Passt. Kavallerieangriff. Infanterie, Kavallerie, mechanisierter Angriff, Moral, Armee, wenn man nicht mehr. Ich glaube, die Moral schadet nie, umzuhalten. Wieder zwei U-Boote. Wir werden dann schauen, ob wir die Truppen mal alle fertig haben, so ausgebildet haben, dass wir dann einmal die ganzen verstärken. Okay, jetzt kommen die Spanier da dazu, sehr gut.
Jedenfalls. Wir machen das schon. Jedenfalls schauen wir dann, dass wir dann uns da mal aufrüsten komplett. Okay, das geht eh nicht so schlecht dahin. Michael regt mir etwas mit größerer Geschwindigkeit und der Entfernung eines Ziels gespeist wird. Okay. Naja, also U-Boote versenkt man en masse. So, jetzt möchte ich da die Marinebombe auf jeden Fall verbessern. Da habe ich gesagt Aufklärung ist so lala. Aha, das ist ein Arne. Schalenheiten, Fallschirmjäger brauchen wir jetzt auch nicht, 1942 kann man, da werden wir die neue Infanterieausrüstung produzieren. Dann haben wir da neue Jäger, die wir ausbilden werden. Dann werden wir da bei den Schiffen jetzt einmal schauen, dass er fertig wird. Und dann machen wir da ganz kurz auf Pause und schauen uns das kurz an, wir das mit die Schiffe machen werden. Also wir brauchen jetzt einmal für die Aufklärung, haben wir gesagt, Zerstörer. Die U-Boot-Abwehrmörser, Luftabwehrmörser. Naja, die brauchen einmal ein gutes Radar, selbstverständlich. Geschwindigkeit sind schnell wichtig. Das können wir da noch. Noch Flak brauchen wir nicht. Vielleicht, dass sie nicht zu teuer werden. Wartung ist okay. Batterie, das passt auch. Flak passt auch. Da. Torpedos, machen wir Torpedos. Torpedowerfer können bestückt werden und den Ziel so deutlich mehr schauen. Dazu muss ich doch die Anzahl der Rohre und Werfer verringert werden. Ja, ich glaube Torpedos brauchen wir jetzt für die Aufklärungseinheiten nicht unbedingt. Nennen wir jetzt einfach einmal Aufklärer 42, weil wir es 1942 machen, dass wir neue, später verbesserte machen. Aber ich möchte trotzdem Torpedos und Luftabwehr. Und da Batterie drin lassen. Da können wir vielleicht auch verbesserte machen. Okay, sinkt die Zuverlässigkeit. Na, dann lassen wir das. Passt. Die da haben wir jetzt einmal. Die werden wir auf Klärer 42. Die werden wir mal in Produktion geben. Und die Wärme da zu die wo sonst zur Reserveflotte 1 geben. Das müsste die da sein, genau. So, da brauchen wir jetzt einmal relativ viel, 42 April, naja, März,
So, alle 2 Monate, nicht ganz 2 Monate, anfertig, das passt. Genau, das sind die ganzen Aufklärer. Dann möchte ich noch. Weitermachen, da schauen wir. Torpedorohre sind auf 2. Die sind auf 2. Und Motor können wir immer auf 1, das passt. Ja, die können wir eh so lassen da. U-Boot ist U-Boot. U-Boot ist U-Boot und die werden wir. Jetzt die nochmal, ja. Die werden wir auch produzieren, aber da brauchen wir nicht so viel. Und dann möchte ich vielleicht noch leichte Kreuzer machen. 1 einerseits für die Flotten dazu. Flak, Kanone, natürlich brauchen wir da Radar, Radar brauchen wir meiner Meinung nach immer. Panzerung können wir noch nicht mehr. Motor immer. So, da jetzt sind die halt relativ teuer, wir haben 2 Flaks oben. Schnellfeuergeschütze gegen Zerstörer und Torpedoboote verteidigen soll. Dann haben wir vielleicht einer Flak sowas noch dazu geben. Ja, ich würde sagen, nehmen wir das jetzt einfach einmal so und hoffen, dass das halbwegs passt. Leichter Kreuzer war das. So, warum? Markung, also alle Fortschritte. Ausrüstung zu ändern. Modernen Totenkopf. Am U-Boot generell einen Totenkopf oder was das wäre? Wenn ja, dann okay. So, jetzt werden wir die Zerstörer. Boah, die sind alle so schwach. Okay, die U-Boote haben einen Totenkopf, scheinbar alle. So, jetzt möchte ich da zur Aufklärung. 20, nein, ich werde jetzt damit die komplette da dazu geben, die scheinbar am meisten. Am meisten kämpfen.
kurze Unterbrechung gehabt, weil ich was schauen hab müssen. Jedenfalls hätten sie jetzt Stahl wieder, aber die Deutschen haben zum Glück genug für uns. Lass mal da mal weiterlaufen. So. Was genau die Gefechtsbreite ist ja immer interessant. Da haben wir 12, das ist schlecht. Also so 20 sollte man glaube ich schon haben, so wie ich das mitgekriegt habe. 12. Und da haben wir 34, ist mittelgut würde ich sagen, weil ich glaube bei Panzer und so kann man ruhig ein bisschen mehr haben. Naja. Schauen wir mal. Oben geht es eh halbwegs gut voran. Jetzt sind die Spanier nochmal auch schon an der Front, oder? Ja, genau, die helfen uns da ein bisschen, damit uns nichts weitergeht. Und ja, die Deutschen machen das da oben eh gut. Da haben sie halt das Problem, dass sie einen großen Fluss überqueren müssen. Da Richtung Moskau geht's wieder hin. Geht's da hin, ja. Marinebemühungen als A, sehr gut. So, Bomber brauche ich jetzt eigentlich nicht. Flugzeugträger, Schlachtschiff. Landung, Schiff brauche ich jetzt auch alles noch nicht. Bomber bemühen auch nicht. Jäger. Jäger braucht man am ehesten. Jo. Übrigens sollte man auch, was ich auch nicht gemacht habe, da sieht man eben die Handels, na doch nicht, die Handelsrouten sieht man auch nicht, ja jedenfalls irgendwo. Achso, vielleicht weil ich keine Handelsrouten habe da unten, weil ich alles über Land krieg vielleicht vom Iranisöl, könnte sein. Und den Rest aus Deutschland sowieso. Sonst sieht man so strichlierte Linien, so wie da jetzt sind. Das sind die Handelsrouten dann und die kann man auch unterstützen, die Konvois mit eigenen Verbände. Die ein bisschen beschützen, damit sie nicht so leicht abgeschossen werden. So. Da haben wir auch schon wieder Platz. Dann werden wir jetzt einmal da Landbefestigung aktivieren. Zur Schweiz, warum geht das nicht? Was hat die Idee? Damit, wenn wir sie angreifen, wird sie uns dann irgendwie überrennen kann oder was? Weiß ja nie. Das gleiche sollte man da unten bei Griechenland vielleicht machen. Da wieder auf Forschung fertig, da werden wir jetzt
nochmal Raketenartillerie. Das habe ich vorher auch nicht dabei gehabt. Das hat aber den Vorteil, wenn wir jetzt theoretisch, sagen wir jetzt, wir würden da Artillerieunterstützung machen, dann kann man Artillerie machen, was im weichen Angriff extrem erhöht. Wir haben jetzt 68,4. Dann haben wir plötzlich 93. Oder nicht, weil es ladet. Und dann kann man jetzt zusätzlich noch die, also dass du eine Doppelartillerie hast als Unterstützung und hast dann auf einmal 110 weicher Angriff. Was noch interessant ist, wenn man die Artillerie da hingibt, kostet sie viel weniger und hat keine Gelände einbußen, wie wenn man jetzt sagt, man tut da Artillerie eine. Also immer zuerst wird es da auffüllen. Soweit ich das durchschaut habe bis jetzt. So, die sind alle top ausgerüstet, die sind alle gar nicht ausgerüstet, da teilweise auch nicht. Sie halten sie einfach, die Russen. Schauen wir mal, wie es ausschaut. In welchem Krieg kämpfen sie da jetzt? Deutsch-sowjetischer Krieg. 6 Millionen Leute haben schon verloren. Und wie schaut es aus? Die Briten sind noch immer unter einer Million. Das wunderbar, aber die Deutschen verlieren. Die alle und die Vorherrschaft für das Land kämpfen. Okay. So, aber wir werden bei der Forschung weitermachen. Wir werden jetzt Feuerleitanlage. Wir werden da jetzt mal probieren einfach. Das Problem ist, dass die uns technologisch voraus sind, scheinbar die Russen. Dann Nutuva, das ist normal da hinten unten, glaube ich. Irgendwo oder was? Dann Nutuva. Was jetzt ehrlich gesagt nichts. So, und da werden wir auch mal probieren, einen aggressiveren Vormarsch zu starten. Dann mal was weitergeht vielleicht. Aber wie gesagt, ich habe halt echt schlechte Einheiten zusammengestellt. Ah, und geht was, geht nix. Aber die Sowjets genommen halt wahrscheinlich, obwohl sie jetzt schon sehr viel Leid verloren haben, schon ein paar aufbringen, denke ich. So, da wo? Da werden es landen. Hoffentlich nicht bei uns. Aber schaut nicht so aus, als würden es bei uns landen wollen. Na, schaut wie das. Genau, was jetzt noch neu ist bei dem Update, was wir da jetzt gemacht haben, oder Erweiterung oder DLC, wie man mal sagen will, sind
Die, bei die Schiffe gibt es jetzt erstens einmal da lauter Verbesserungen. Okay, da ist jetzt sowieso alles komplett anders wieder. Da forscht man jetzt anscheinend nur mehr die Rümpfe. Jedenfalls gibt es da jetzt Minenwerfer. Boah, da gibt es schon viel Forschungen nicht. Da Minenkriegsführung. Also scheinbar kann man da jetzt komplettes Gebiet verminen. Schadensbegrenzung, Feuerleitmethoden. Das sind Geschütze. Entwickelt leichte Batterie, mittlere Batterie, schwere Batterie. Das sind die Torpedos, okay. Ja, ich hoffe, dass die KI jetzt nicht automatisch auf einen besseren Stand gekommen ist und wir nur alles neu machen müssen. Aber normalerweise wird das nicht sein. Sonst ein bisschen linker. So, die Mannstärke sinkt mir immer weiter, aber jetzt produzieren wir gleich noch eine A-Division, genau. Dann noch ein paar schwere Panzer, dann haben wir das auch. Die Spanier rüsten jetzt auch auf mit Leid scheinbar. Das sieht nicht so schlecht aus. Weil darf nicht vergessen, sie haben da, kämpfen aber da auch schon mit. Mit 20, 26 Einheiten. Schaut es da mit den Franzosen aus? Naja, da passiert nicht viel. Das dauert vielleicht. Wichtig für Truppen in Afrika ist das, dass man schaut, dass sie wenig Nachschubbedarf haben. Treibstoffverbrauch sollte vielleicht auch nicht enorm sein. Ja. Einfache Truppen vielleicht einfach. Verteidigung plus 14 durch. Plus 2 Weichangriff, 1, 3, Angriff 0, 1, Aufklärung 1, Nachschubbedarf, Organisation, Stärke, Durchschlagskraft, Zuverlässigkeit, Versorgung, das ist gut, das ist halt für Verteidigung, glaube ich, wichtig, eben Verteidigung plus 30, ja. Ja. So, was passiert sonst? So, in Afrika, ja, haben wir eigentlich gar kein Gebiet. Mehr. Wie schaut es eigentlich bei den Japanern aus? Okay, die haben auch schon ordentlich Gebiet verloren. Für China extrem groß waren. Okay, so, Marine. Konvoi-Überfall, Luftangriff, Flugzeugträger. Flugzeugträger haben wir eigentlich keine. Gleitschiff. Boah. Ich habe zwar jetzt fast keine Großkampfschiffe, aber
Und vielleicht noch so, da werden wir jetzt einmal die Marinebomber Stufe 2 basteln. Luftwaffe erfahren, da werden wir auch mal die neue Ausrüstung machen. So. Marinebomber. So, welches haben jetzt die Gurten 1003er, 20.100, 300 km/h, 306, okay, so sollen die sein. So, da haben wir jetzt den letzten gekriegt. Jetzt haben die Ostfront down. Wir haben da zwei, drei Militärfabriken. Dann machen wir drei plus zwei Marinestützpunkte. Genau, dann haben wir da weiter mit der Ausrüstung. Schon wieder verbessern. Dabei die Schiffe vielleicht verbessern wir mal. Damit die Torpedos erforschen. Okay. Muss ich jetzt ganz von vorn anfangen. Bei die Schiffe. So, da geht wirklich nichts weiter. Mit die World Wetter. Ja, die Schweizer stellen sich da schon auf. Die wissen schon anscheinend, was wir vorhaben. Ja, das ist jetzt auch nicht viel. Und sonst nur Orten. Die Mannstärke sinkt weiter. Sinkt und sinkt. Ja, da kann man alles noch da reinmachen, braucht man alles. So, was fehlt uns? Taktische Bomber. Ja, taktische Bomber brauchen wir jetzt eigentlich nur nicht wirklich. Wie die sagen. Da sind alles Truppen da. Die KI haben wir effektiver vielleicht einsetzen, nachdem sie so viel haben. Können wir machen. Schaut da eigentlich aus mit dem Kunstexporte, Teilmobilmachung. Wirtschaft. Also mal es so lassen, umfangreich. Nach Bedarf haben wir 10%, haben wir 20%, da haben wir 25%.
Also wir können uns schon noch mehr rekrutieren, aber das lassen wir jetzt derweil einmal. Jetzt werden wir mal schauen, solange uns direkt keiner angreift. Und jetzt einmal schauen, dass wir damit die Ausrüstungen vielleicht ein bisschen nachkommen. Damit das einmal ein bisschen besser passt. Und extrem gut wäre es eigentlich, wenn es irgendwer schaffen wird. Irgendwo eine Front aufmachen, weil da drüben ist ja nichts. So, die Japaner sind miteinander im Krieg. Die werden jetzt eh zurückgedrängt. Ja, vor allem weil sie da einfach mit alle im Krieg sind. Ja. Ist halt so noch, gell? Da werden wir jetzt auch ein bisschen mehr brauchen. Zusatzausrüstung, wenn das alles fertig kommt, dann können wir eh die Flugzeuge ein bisschen mehr geben. Das fährt uns jetzt schon wieder Stahl. Da kommen die Deutschen doch nicht so wenig. So. Es geht schon voran, aber halt mühselig. Vielleicht haben wir da einfach zu viel Truppen. Soll ich nicht mehr versorgt werden. Bloß die Infrastruktur, da wird auch nicht die beste sein für Nachschub. Naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Kann ich da nicht irgendwie in Chat lauter machen? Bei Twitch? Ich krieg das da leider nicht mit, wenn man da eine Nachricht schreibt. So. 42 Tage, das ist eh nix. Das ist eh nix. So, was haben wir da? Da wäre halt gut, wenn wir da alles verminen würden. Oha. Jetzt fahren wir da schön mein Gewässer herum. Ja, würde ich halt gern angreifen, aber mag scheinbar keiner. Sie probieren da wieder über Spanien einfallen. Mir ist eh noch relativ ruhig. Schaut's da aus. Okay, das haben wir jetzt zurückgedrängt worden, oder? Ah, na doch, natürlich haben wir da die Stadt jetzt. Oder waren wir schon da? Ah, da waren wir noch nicht. Da, da gibt es gar keinen Landgang rüber. Und da zur Krim gibt es anscheinend einen Landgang, obwohl sie eigentlich erst jetzt die Krimbrücke gebaut haben. Die Russen. Die ist vor 2 Jahren, glaube ich, fertig geworden. Und wie gesagt, nicht, dass davor schon mal einen Landgang gegeben hat. Hm. Ja. Wie sollten wir uns erkundigen einmal? So, Richtung Moskau läuft's auch. Da nach oben rennt's auch. Die
Hauptziele sind jetzt einmal Leningrad oder St. Petersburg, wie es jetzt heißt, Moskau. Ganz wichtig, Sevastopol und Stalingrad. Wenn wir die Gebiete einmal haben, dann ist Russland schon extrem geschwächt. Beziehungsweise, dass die Deutschen das Riesengebiet da halten können, finde ich auch arg, dass da keine Widerstände und so haben, aber sie haben eh relativ gut andere Truppen da aufteilt. Muss man sagen. So. Was sagt die Logistik? Also. Auf Lager. Und. Oder. Naja, aber jetzt wird noch verbessert werden. Motorisiert und Zusatzausrüstung können wir mal verbessern. So, haben wir die Zusatzausrüstung haben wir da und motorisiert haben wir da, wobei wir da mittlerweile auch schon sind die Panzergrenadiere. Genau, das sind andere. Schön, dann nicht das motorisiert. Leider. Wobei es aber die Nachfolger sind. So, jetzt haben wir dann eine Seebefestigung. Das wird hier nicht. Okay. Sondern ich will da weiter. Genau, so. Und da Sizilien auch. Man hat die Inseln nochmal halbwegs verteidigen können. Hinzufügen, dann haben wir wieder Forschung fertig. Machen wir da gleich mal fertig. So, was können wir da jetzt machen? Machen wir da weiter. Der Fall von Moskau. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Letztendlich auf die Stabilität gehen, da haben wir ein paar Einkessel, das ist auch sehr gut. Hat Lysander so ein paar mehrere gleich. So, jawohl, jetzt geht da was weiter, sehr schön. Jetzt wird man das. So, ihr werdet eh alle Richtung Stalingrad weiter marschieren. Beziehungsweise werden wir da mal das Ganze neu machen. Die Front so, zack. Und dann werden wir die Angriffslinie da in Fluss entlang ziehen, dann sind wir eh schon mal kurz vor Stalingrad. So, werden wir das Ganze angehen. Da kesseln wir ja wieder ein gleich, wenn wir Glück haben. So, und ihr könnt da jetzt auch eine Frontlinie, zack, na, soweit, na. Was ist? Da, genau so. Und hier möchte ich gern, dass
Ja, jetzt auch erst einmal probiert es da bis zum Fluss. Vorrücken. Passt, das war's dann eh wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht lasst einen Daumen da und einen Kommentar, was man besser machen kann. Ich weiß, das ist einiges. Aber man lernt ja nie aus, gell? Na gut, dann macht's was gut. Ciao.